Turnhalle der AK-Kaserne, Kaosand, 0630, 997 Tage nach der Schlacht von Geonosis. V schien wieder voll in seinem Element zu sein. Scourge zögerte, ein Wort wie strahlen für den alten Chakar zu benutzen, aber der Mann sah aus, als hätte er zum ersten Mal seit Ewigkeiten etwas Farbe im Gesicht. »Du glaubst, das tut weh?« raunzte V. Er drückte einen unglückseligen Trooper in einen tränenverursacht schmerzhaften Griff auf die Matte. Der Dekut hätte es besser wissen sollen, sich freiwillig zu dieser Demonstration zu melden, aber offensichtlich kannte er V nicht und hatte gedacht, er würde nur gegen einen alten Mann antreten. So war es auch, aber V war ein alter Recke, der sich fit hielt und jede Menge von Schmerzen verstand. Falsch, das tut weh. Der Trooper kreischte. Es brauchte viel, um eine Reaktion wie diese aus einem solchen Mann herauszuholen. Es mochten vielleicht Fleischbüchsen sein, aber sie waren ebenso hart wie irgendein Ark oder Kommando. Scourge konnte nicht länger zusehen. Er rief V zu, wenn auch mehr um seines Seelenfriedens willen, statt aus der Dringlichkeit von Sees Vorladung heraus oder um dem Leiden des Troopers ein Ende zu bereiten. Vs Technik war als Keldabe-Händedruck bekannt, allerdings wurde der Druck weniger auf die Hände ausgeübt. Sarge! Brüllte Scourge. Sarge! General Zee, seine Grüße! Er möchte sie umgehend sehen! V ließ den empfindlichen Teil der Anatomie des Troopers los und der arme Kerl rollte für eine Weile außer Gefecht auf die Seite. Nun, zumindest wusste er jetzt, wie man einen menschlichen Gegner mit einem Handgriff aufhalten konnte. Mert sah von der Seitenlinie aus zu, gähnte gelegentlich und vermittelte den Eindruck, er habe das alles schon gesehen. Verschwinde lieber in den Sunny-Bereich und lass das mal ansehen, Attika, sagte V und strich seinen zerknitterten Trainingsanzug glatt. Ohne seine Rüstung sah er nicht halb so furchteinflößend aus. Sein Äußeres täuschte. Hey, Mert, behalte sie im Auge und pass auf, dass sie nicht schlapp machen. Und was euch Bande angeht, wenn ich zurück bin, will ich, dass ihr in der Lage seid, euch gegenseitig die Tränen in die Augen zu treiben. Verstanden? Ein müder Chor antwortete. Jawohl, Sarge. Ein großer Trakeer von ihrem Menü. Ich wurde für meine Sünden mit Taubheit gestraft. Ich sagte, verstanden. Jawohl, Sergeant, bellten sie zurück. V schien vorübergehend zufrieden zu sein. Er begleitete Scourge den Korridor zu Sees Büro entlang und zog dabei eine Fahne frischen Schweißes und Bagdasalbe hinter sich her. Haben Sie wieder Brigadegewalt, Sarge? Fragte Scourge. Nein. Immer noch Zivilistenstatus. V trug ein zerstreutes Stirnrunzeln, das nichts mit den unmittelbar anstehenden Aufgaben zu tun haben schien. Auf diese Weise kann ich Sie sagen, wohin er sich seine Befehle stecken kann, ohne dabei das Gefühl zu haben, ich hätte meine militärische Selbstachtung verloren. Eine Armee, die Befehle verweigert, ist nichts weiter als ein Mob. Scourge kannte das alles zur Genüge. Es war eine Litanei und er kannte seine Stichworte. Eine Armee, die Befehle verweigert, ist eine Gefahr. Eine Armee, die Befehle verweigert, ist tot. Haben Sie schon mal einen Befehl missachtet, Sarge? Nur, wenn er rechtswidrig war. Und die Entscheidung fällt nicht immer leicht. Nicht, wenn dir die Plastersalben die Nasenhaare rasieren. Diese Weisheit überlasse ich den Anwälten, die sich Jahre nach dem Vorfall die Schäpse plattsitzen und drumherum salbadern. V war noch nie der Gesprächigste gewesen. Vielleicht war dies der private V, derjenige, den seine Schwadronen nur zu selten zu Gesicht bekamen. Und wie läuft's bei dir? Entschuldigen Sie, Sarge, wie bitte? Ich höre und sehe alles. Es ist keine Schande, ab und an die Nerven zu verlieren. Nicht in einem närrischen Krieg wie diesem. Scheinbar konnte niemand die Klappe halten, aber wahrscheinlich war es Ethan gewesen, die geplappert hatte. Von ihnen hätte V niemand gesagt, dass Scourge ein bisschen Hilfe brauchen konnte. Der alte V hätte ihm eine ganz schöne Abreibung verpasst für das, was er in Hade getan hatte. Dumme Risiken, Gefühlsausbrüche, überhaupt keine Eiseskälte zu zeigen, wenn es darauf ankam. Der heutige V schien etwas toleranter zu sein, aber das war für sich genommen ebenso beunruhigend. Scourge fragte sich, ob es um seinen eigenen Bezug zur Realität vielleicht schlimmer stand, als er dachte. Ein bisschen müde, sagte er. Das ist alles. Recht bald rücken wir nach Kashyyyk aus. Wir werden eine ganze Weile dort sein. Ich weiß. Trotzdem will ich dich um 1800 in meinem Quartier sehen, okay? Scourges Magen zog sich zusammen. Jawohl, Sarge. Es gab immer noch die Möglichkeit, dass es gar nicht V war, sondern ein formwandelndes Gonalin.
Manchmal, so hat es Scorch gehört, gelang es ihr nicht, richtig in ihre Rolle zu finden. Im Moment fühlte sich Scorch ausgezeichnet. Er verstand nicht, was der ganze Trubel sollte. Er reagierte nur darauf, von Chakare umgeben zu sein, die ihn zum Kochen brachten. Er hatte auch böse Träume, aber das hatte jeder. So würde er es V auch erzählen. Boss Fixer und Seth warteten bereits in Sis Büro, als Scorch die Türen öffnete. Von Captain Mace war keine Spur zu sehen. Sie hatte die Arme verschränkt und hielt dabei die Ellbogen auf seinen schicken blauen Steinschreibtisch gestützt. Ein klares Anzeichen dafür, dass er innerlich die Wände hochging, statt nur extra aufgeregt zu sein. »Meine Herren, diese Besprechung ist vertraulich«, begann er. Ein Schalter an seinem Schreibtisch ließ die Türen zufallen. »Was wir hier erörtern, bleibt unter uns.« Scorch fühlte sich beleidigt. Jede ihrer Schabler-Missionen war streng geheim. Er sah, wie Faust Kiefer eine leicht kantigere Form annahm. Also doch kein Golanin. Der alte Zuchtmeister V war noch immer da drin. »Ich denke doch, Sie können sich darauf verlassen, dass wir Profis sind«, sagte V. Er zog den Kragen seines Trainingsanzugs zurecht. Wahrscheinlich fühlte er sich ohne Rüstung oder formelle Kleidung unbehaglich. »Worum immer es auch geht, wie schlimm ist es?« »Es geht um gefährdete Computernetzwerke.« »Ich weiß, darüber haben Sie uns bereits informiert. Wir brauchen ein paar Hinweise von den Nulls und den Schatzamtstechnikern, bevor wir uns reinknien könnten. Sollte Omega bei dieser Sache nicht auch dabei sein?« »Das ist der Kern des Problems, Valon.« Sie hatte das Auftreten eines Mannes, der sich über eine wackelige, morsche Brücke wagt. »Ich brauche jemanden, der aufs Kirata und seine Nulls aufpasst. Und damit meine ich nicht nachsehen, ob sie auch genügend Kaff und Kekse haben, um bei Laune zu bleiben.« »Worum bitten Sie mich, General?« Vs Gesichtsausdruck war jetzt in Granit gehauen. »Sie müssen wenigstens einmal deutlich werden.« Es war nicht das erste Mal, dass Sis Kirata bei einer Operation außen vor ließ. Er hatte nicht gewollt, dass er von der Mission zur Auffindung von Kosai erfährt. Aber dies war das erste Mal, dass er jemanden in diesem Raum aufforderte, ihn als potenziell feindselig zu behandeln, statt nur als anfällig dafür, Kaminoaner aufzuschlitzen, welche die Republik lebend haben wollten. »Nun, so sehr ich den Mann als Soldaten schätze, ich will sicher sein, dass er seine Position nicht missbraucht«, erklärte sie. »Ich will, dass Sie überwachen, was er und seine kleine Privatarmee im Schilde führen.« »Sie wollen, dass ich einen Kameraden ausspioniere, ja?« »Ich will sicher sein, dass er nicht der Republik schadet, Valon. Das ist alles. Ich weiß, wie sehr er sich um seine Truppen sorgt. Und ich weiß, dass er die Regeln bis zum Brechpunkt beugt. Aber ich gönne ihm, was immer er dafür vom Budget abschöpft. Ich weiß, es wird dem Wohle der Klone zukommen. Ich kann auch nichts gegen die Black Opelians der Nulls sagen. Ich muss einzig und allein wissen, ob Skirata die Kriegsbemühungen nicht sabotiert, sei es absichtlich oder anderweitig.« V sah aus, als müsse er den Gedanken erst gründlich durchkauen, bevor er ihn an die Wand spuckte. Delta Squad saß einfach nur da und schwieg. Die Unterhaltung wurde über ihre Köpfe hinweggeführt, wie so oft. Und Scorch fragte sich, ob sie vielleicht nur deshalb zu diesen Beratungen bestellte, damit er mit der Macht versuchen konnte, anhand ihrer Reaktion festzustellen, ob sie etwas wussten. Scorch verspürte wachsendes Unbehagen bei dieser Vorstellung. Es glich der permanenten Überwachung durch die Kaminoaner, um abweichendes Verhalten zu ermitteln, und erinnerte ihn an die subtilen Methoden, mit denen Klone eine hübsche, ordentliche und unauffällige Fassade aufrechterhielten, damit sie einer Überholung entgingen. Manche kehrten aus dieser nie mehr zurück. Man musste versuchen, so unindividuell wie möglich zu sein, damit die Eiverhappen einen nicht entdeckten und wegkarten. »Sie müssen irgendwelche Beweise für auffälliges Verhalten haben, wenn Sie mich anwerben wollen«, sagte V schließlich. »Ich mag keine Blindflüge. Seien Sie offen zu mir. Sagen Sie mir, worauf genau ich achten soll, sonst legt er mich nach Strich und Faden rein oder schneidet mir die Kehle durch, wenn ich es am wenigsten erwarte.« »Das ist also ein Ja.« »Nein, das ist ein Sagen Sie mir, worauf ich mich einlasse, bevor ich überhaupt etwas sage. Ich bin zu alt für Ratespielchen.« Sie lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Ich habe keinen Zweifel daran, dass er stiehlt.« »Tja, es heißt, wie sich Mandalorianer seien, alle so, alle gleich.« Sie ignorierte die spitze Bemerkung. »Aber Skirata könnte nicht genug entwenden, um an der Kriegsführung zu kratzen. Mich interessiert aktive Sabotage von Missionen, Zurückhaltung von Informationen und ungesunde Kontakte zu Separatisten. Solche Dinge.
Scorch wusste, dass Kirat da reichlich Dreck am Stecken hatte. Er selbst war zum Teil sogar daran beteiligt gewesen. Ebenso V. Aber aus diesem Grund standen sie auch auf der Lohnliste der Sondereinsatzbrigade. Sie waren ja hier nicht bei den Junior-Pfadfindern. Sie mussten sich mit dem untersten Bodensatz der Galaxis abgeben. V war inzwischen ein Standbild der Selbstbeherrschung. Ethan sagte, in der Macht erschien er immer völlig ruhig, selbst wenn er jemandem eine Vibro-Klinge durch die Gurgel rammte. Sie sah so klug aus wie noch nie zuvor. Ich kenne Skirata nun auch schon einige Jahre, sagte V. Nach Kausan-Maßstäben ist er ein Verbrecher, ich ebenfalls. Aber ein ausgemachter Verräter? Ha, nein, er ist ein Profi. Mandalorianer spielen also niemals Doppelagenten, Valon. Nicht für den Satz, den Sie zahlen, General. Sie begegnete Vs unerschrockenem Blick und schaute dann weg, bevor er nach einem Datapad griff, etwas darin aufrief und es dann über den polierten Tisch hob. V nahm es und las. Das ist eine Liste separatistischer Kombattanten, die über die letzten Monate gefangen genommen wurden, erklärte sie. Kommen Ihnen irgendwelche der Namen bekannt vor? V blieb völlig unberührt. Ja. Als Kirata mir gegenüber erwähnte, dass seine Tochter vermisst würde, tat es mir für ihn leid. Daher habe ich eine Namenssuche in den Datenbanken der Regierung veranlasst, um zu sehen, ob sie vielleicht in einem Medicenter aufgetaucht ist oder irgendwo als Arbeiterin registriert ist. Und gefunden haben sie sie in einem Gefängnis der Republik. Ich nehme an, es handelt sich um die richtige Frau. Er hat mir ihren Namen nicht buchstabiert. Rusan, sagte V. Oder kurz Ru. Und Sie meinen, eine Tochter zu haben, die für die andere Seite kämpft, würde es Kirata dazu bringen, seine geliebten Klone einem noch höheren Risiko auszusetzen, als sie es jetzt schon sind? Sie ist sein Fleisch und Blut. Sie verstehen die Manuade immer noch kein bisschen. V stieß einen langen, müden Seufzer aus, der sich aufrichtig anhörte. Alit Orisha Taldin. Familie besteht mehr als nur aus Blut. Und wenn Sie sich die Manuade, die für Sie arbeiten, einmal genauer ansehen würden und damit Ihren Job richtig erledigen würden, wie ich hinzufügen darf, dann würden Sie feststellen, dass bei den meisten von Ihnen kein Verwandtschaftsteil auch nur einmal auf Seiten der Feinde der Republik kämpft. Wir haben seit Jahrtausenden als Söldner gearbeitet. Wenn Sie einen Manu anheuern, kaufen Sie damit automatisch auch professionelle Loyalität ein. Komisch, dass sie in uns private Auftragnehmer sehen, die für die Freiheit kämpfen, wenn es ihre Credits sind, aber als amoralischen Abschaum, wenn wir von jemand anderem bezahlt werden. Vielleicht sind wir ja alle wie ihre feinen Jedi, die von Planeten kommen, die nicht der Republik angehören. Vielleicht. Ich habe sie nicht zu einer Ethikdiskussion über private Militärdienstleister hergebeten, Valon. Ja, wie ich bemerke, gehört dies zu den philosophischen Grauzonen, mit denen Sie sich schwer tun. Aber wenn Sie von mir verlangen, einem Mann, dem ich eines Tages vielleicht im Kampf mein Leben anvertrauen muss, ein Messer in den Rücken zu stechen, dann verlange ich entsprechende Gründe. Auftraggeber kommen und gehen, aber die Berufsgemeinschaft begleitet einen für immer. Nun gut, erwiderte sie. Laut Geheimdienst haben Unbekannte in Dateien und an Stellen herumgestochert, die für sie von hoher Bedeutung sind. Mir wurde nicht gesagt, was genau betroffen ist. Aber als Leiter der Sondereinsatzkräfte ist das für mich anscheinend auch nicht erforderlich. Aber ich kann das Ungesehene anhand eines Schattens, den es wirft, erkennen. Und ich weiß, hier ist das Schatzamt und dort das Verteidigungsministerium. Und wenn es irgendjemanden gibt, der in der Lage ist, so weit in das System der Republik vorzudringen, ohne direkte Spuren zu hinterlassen, dann sind es Kirata und seine überaus cleveren Jungs. V verzog noch immer keine Miene. Trotz des Sicherheitsschaltschutzes des Büros, der Lauschen von Bansmann vorbeugen sollte, wurde die atemverschlagene Spannung von einem plötzlichen Geräusch unterbrochen. Es war das Geräusch von Krallen, die an den Türen kratzten. Mörd war aufgetaucht. Ich habe Ihrer Logik nichts entgegenzusetzen, meinte V. Nun, dabei? Sie fragte nicht einmal Boss zu Deltas Haltung. Diese war irrelevant. Oder nicht? V wartete 5 Herzschläge ab. Scorch hatte das bei ihm schon so oft beobachtet und je länger er wartete, desto mehr Angst bekam Scorch. 5 Herzschläge bedeuteten höchsten Unmut. Sie bezahlen mich, sagte V schließlich. Wenn ich herausfinde, dass er irgendetwas tut, um dem Feind zu helfen, werde ich Ihnen die vollständigen Einzelheiten unterbreiten.
Aber nur, weil er damit seinen Vertrag mit ihnen brechen würde. Unser Wort ist unsere Verpflichtung. So muss es sein, sonst wären wir lediglich Wilde. Sie besaß die Weisheit, auf den letzten Satz nicht einzugehen. Scourge war sich nicht sicher, ob sie die allgemeine Meinung über die Mandalorianer teilte. Er mochte der Kultur ignorant gegenüberstehen, aber für einen dieser Mystiker war er ziemlich tolerant. Und vergessen Sie nicht, ich erwarte Diskretion. Dann hätte sie beinahe weggetreten gesagt. Scourge sah, wie sich seine Zähne schon an die Unterlippe legten, als er plötzlich innehielt. Ich bedanke mich. Die Türen teilten sich und V ging, gefolgt von Delta, auf sie zu. Mörd saß geduldig an der Schwelle und unternahm keinen Versuch, in das Büro zu springen. Stattdessen trottete das Trill ihnen voraus den Korridor hinunter, die Schnauze in Verfolgung faszinierender Gerüche wie festgeschweißt auf den bleakhölzernen Boden geheftet. Scourge schaltete auf den Helmkanal, damit V es nicht hören konnte. Skirata wird ihm seinen verdammten Getze abschneiden und sie ihm in die Kehle stopfen, wenn er das herausfindet. Seth schnaubte. Ich sage ja, dass es hier immer mehr wie in Keldabe wird. Kel würde die Republik niemals ruinieren, meinte Boss. Bist du dir da sicher? Fixer klang nicht überzeugt. Oder besser, ist Kel sich da sicher? V sagte nichts, bis sie die Türe zum Trainingsbügel des Hauptquartierbaus erreichten. Dann drehte er sich langsam um und starrte sie an, als hätten sie ihre Helme nicht auf und als könne er nicht nur direkt in ihre Augen, sondern bis tief in ihren Verstand sehen. Für den Fall, dass ihr euch fragt, wieso, ob und wann, sagte V, das hier ist Kul'Valdar-Angelegenheit und ich werde euch nicht mit hineinziehen. Ihr haltet euch raus, ihr haltet euch fern, Tali Bak. Dies war der schärfste Ton, in dem ein Mandalorianer jemanden fragen konnte, ob er verstanden hätte. Aber falls es jemals eine Antwort bedurft hätte, wäre ja die geeignetste gewesen. Der Befehl lautete, sich zurückzuziehen. Delta unterstand aber Ethan und sie gehörte so ziemlich zu Skiratas Team. Das brachte Delta in eine recht heikle Lage. Sarge, sagte Boss, wo bleibt dabei General Tomokan? V senkte den Kopf und bedachte Scourge mit einem freundlichen, aber auch ich scherze nicht warnenden Blick. So wie ihr euch aus Kul'Valdar-Angelegenheiten heraushaltet, halte ich mich aus interner Jedi-Politik heraus. Solange ihr nicht expliziten Befehl erhaltet, sie in der Befehlskette zu übersehen, bleibt sie euer K.O. Scourge blieb gern außen vor. Das taten sie alle. Manchmal beneidete er die Weißschalen darum, dass die Politik nicht Teil ihres Arbeitslebens war. Tja, Sharp, meinte Seth, als sie V auf dessen Weg zurück in die Tonhalle hinterher sahen. Ich mache eine Lotterie auf. Eure Einsätze wurde. Wer wird nächstes Jahr um diese Zeit von Kells fröhlicher kleiner Bande noch übrig sein?